Ich war dort. In der Nacht im Konpeki Plaza. Ich habe Saburo Arasaka sterben sehen. Er wurde nicht vergiftet. Diese Lüge hat sich dein Bruder ausgedacht. Yorinobu ist der wahre Mörder. Du musst verrückt sein. Das muss ich mir nicht anhören. Nerven nicht. Ich persönlich fand Watch Dogs interessanter, aber ich gucke dir auch hier gern zu. Ich finde, bei Cyberpunk hier ist die Story halt so... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? ...aufgefächert. Ne? Ja, man hat so verschiedene Charaktere, die man ein bisschen begleitet und bastelt sich daraus so seine Geschichte zusammen. Watch Dogs war halt linearer. Also, wie gesagt, ich überlege mir was, wie lange wir jetzt noch Cyberpunk machen. Aber noch ist die Story ja nicht durch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Können wir uns ja lieber auf die Story bei DBD... Wir können mal wieder DBD spielen. Das ist tatsächlich eine Maßnahme. Das könnten wir mal wieder machen. Am Mittwoch fängt das Halloween-Event an. Das will ich auf jeden Fall auch spielen. Es geht vom 18.10. bis 6. November oder irgendwie so. Da gibt es auch wieder... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? ...coole Skins. Und... Ich weiß nicht, ob die das ins Spiel implementieren, aber der Trailer sieht halt richtig cool aus, muss ich sagen, von dem Halloween-Event. Also, ich werde auf jeden Fall DBD spielen. Vielleicht schmeiße ich auch mal einen Stream an oder so. Vielleicht auch nicht. Wir gucken mal. Aber auf das Event freue ich mich. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wie? Verrückt? Du hast ja keine Ahnung. Ich habe nämlich eine Stimme im Kopf. Ein Engramm. Eins eurer Konstrukte. Engramm? Ja, ich habe den Relic geklaut, den Yorinobu an Netwatch verscherbeln wollte. Als ich floh, habe ich eine Kugel in den Kopf gekriegt und der Relic hat mich gerettet. Aber jetzt tötet er mich. Und ich muss ihn aufhalten. Hanna-Rosama, wie ist der lebende Beweis für das Verbrechen ihres Bruders? Wir können jedes ihrer Worte beweisen, wenn sie bereit wären, ihr mit dem Relic zu helfen. Hanako-sama. Bedränge sie nicht so, Takemura. Hast du das gehört? Geh nachsehen. Sie hat Verstärkung gerufen. Ich habe ein mieses Gefühl dabei. Chance, von hier zu verschwinden! Takemura! Ich kann ihn nicht im Stich lassen! Vergiss den Typen, der ist Geschichte! Und du auch gleich! Was passiert, wenn wir liegen bleiben? Stört das breit gefächerte gar nicht so. Ich finde die Story an sich einfach nicht so spannend und mag auch dieses ganze Bodyforming nicht so. Und das Spiel ist mir insgesamt zu dunkel. Ja, das stimmt. Das Spiel ist dunkel. Finde ich aber irgendwie reizvoll. Also, weiß auch nicht. Die Story ist ein bisschen... Also, wenn man es mal runterbricht, ist die Story super simpel bei Cyberpunk. Ich meine, war bei Watch Dogs jetzt auch nicht so dramatisch komplex, aber... Wir veranstalten diesen ganzen Humbug einfach nur, damit wir Johnny aus dem Kopf kriegen. Was anderes machen wir ja gar nicht. Also... Ja. Aber ja, irgendwie, ich mag das Setting bei Cyberpunk. Ich... Ja. Hallo Hoka!
Ich habe weder bei Watch Dogs noch bei Cyberpunk etwas von der Story mitbekommen. Aber ganz ehrlich, Nico, wenn ich Streams gucke, geht's mir genauso. Ich passe da nicht auf die... Ich passe da nicht auf die Story auf. So, ist mir egal. Ich gucke einfach nur, weil das Bild schön ist und weil der Streamer halt cool ist. Aber ich achte nie auf Story, wenn ich irgendwelche Streams schaue. Okay, es passiert nichts, wenn wir nicht aufstehen. Mal lang. Achtung, sie hackt uns! Komm schon raus, ich tu dir nichts! Oh ja, gut, hack mich. Hack mich. If you're happy. Auf dem Flur ist einer. Häng fest. Die Zange! Verstanden! Brauchst keinen Sanitäter mehr. Brauchst Bestatter. Oh, hier ist wieder ein Arcade-Dingsbums, sehe ich gerade. Ich schieß dich in Stücke! Haben wir das Arcade-Spiel schon gespielt? Kein Vor und da, verdammt! Schießt du durch die Wand? Ernsthaft? Haben wir das schon gespielt? Ja, das haben wir schon gespielt. Feuer frei! Was? Wag es nicht abzuklappen! Nicht jetzt! Komm schon, wir müssen raus aus der Stadt! Ob die solche Motels speziell für Oberloser wie uns bauen?
Klimaanlage ist hin, fixer Besteck unterm Bett, Scheißhaus verstopft. Jetzt mal im Ernst, wer will hier übernachten? Wir sind ein paar Meilen außerhalb von Night City. Jemand, der die Stadt verlässt, fährt einfach weiter. Jemand, der in die Stadt will, schläft dort. Wozu ein Motel mitten im Nirgendwo? Ich sag dir, wer hier schläft. Scheiß Loser, sonst niemand. Der Spieß hat sich gedreht. Johnny, verdammte Scheiße! Ach, jetzt sind wir die, die rumsitzen und auf Sakas Truppen warten. Wenn jemand klopft, zerballer die Scheißtür. Keine Vorwarnung. Nein, lass Takemura bestimmt. Wie Takemura enden. Takemura lebt bestimmt. Hörst du das? Auto. Ja, ein Auto. Wir schießen nicht, okay? Fuck. Wenn wir die Wahl haben, schießen wir nicht. Finger am Abzug weh. Du könntest ja auch vielleicht sagen, wer dann an der Tür steht. Du kannst rausgucken, Johnny. Ach, Johnny. Bloß kein Wort. Ich habe eine Nachricht für V. Oh. Stehen wir auf, Jack? Schläfst du? Zeit aufzuwachen. Fass die Tür nicht an. Doch, mach auf. Ich weiß, du bist da drin. Endlich. Oh, das da an der Wand, ist das Blut? Ja, jetzt verdient es wenigstens den Namen Drecksloch. Also, du sagst, du hast eine Nachricht? Sitz direkt vor dir. Oh, geht gleich los. Was geht los? Eine Puppe. Oder ein Proxy. Hanako spricht, glaube ich, mit uns. Um eins klarzustellen, ich halte dich immer noch für verrückt. Hanako? Bist du das? Aber ich mache mir nichts vor. Ich glaube dir. Wie hast du mich gefunden? Dachtest du denn, es würde ausreichen, die Stadt zu verlassen? Takemura sagte, er hat dir einen Tracker angehängt. Aber selbst wenn nicht, Arasaka findet absolut jeden, wenn's sein muss. Ich kotz gleich. Schade, dass du mir nicht früher geglaubt hast. Dann wäre Goro vielleicht noch am Leben. Wenn du ihn schon erwähnst, denk daran, dass er alles getan hat, damit wir reden können. Das erfordert Respekt. Sicher. Yorinobu hat ein Tanto ins Herz des Konzerns gestoßen. Ich muss handeln, solange die Wunde frisch ist. Und du wirst mir helfen. Du bist der lebende Beweis für seine Verbrechen. Wir sind alle gruselig, haben seltsame Augen, lachen irre. Na gut, die Augen hat sie ja jetzt nur, weil... Habe ich mich unklar ausgedrückt? Ruhe. Weil sie ja quasi gerade nicht sie selbst ist. Es spricht ja gerade jemand anderes Bleibst aus ihr. Du dort einfach schweigend sitzen? Aber ja, ich finde die leuchtenden Augen auch spooky. Sehen aus wie Keanu Reeves. Übrigens, wir hatten noch letztes Thema Keanu Reeves. Unklar ausgedrückt? Ist ein super netter Mensch. Die Woche kam in den Nachrichten, Bleibst du dort einfach schweigend sitzen? Dass Keanu Reeves ausgerastet ist, weil er von Fans genervt war. Da dachte ich, aha, so viel Hab zu... Habe ich mich unklar ausgedrückt? Ist ein super netter Mensch. Ich meine, ich kann es verstehen, mir wird das auch auf den Sack gehen, aber ich fand es irgendwie... Bleibst du dort einfach schweigend sitzen? Interessant, diese Nachricht, wo wir kurz vorher noch drüber gesprochen haben. Zuerst mal hilfst du mir. Wie gut er doch ist. Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir müssen schnell handeln. Ich bin auch nicht gerade mit Zeit gesegnet. Ich sterbe. Und meine Leiche wäre ein echt mieser Zeuge. Ich verstehe. Ich brauche alle Informationen über Mikoshi. Mikoshi, das war eins der Flaggschiffe meines Vaters. Eine Datenfestung mit Servern auf Orbitalstationen rund um den Globus.
Sie ist als Archiv aus Persönlichkeitskonstrukten, also digitaler Psychen. Eher ein Gefängnis. Eine Sache der Perspektive. So oder so wirst du dort keine Erlösung finden. Nicht ohne umfassendes Wissen über den Relic und die Konstrukterschaffung. Ich habe euren Flüchtigen entdeckt. Hellmann hat sich bei Kang Tao versteckt. Wir haben geredet. Er meint, das Engramm wird mich früher oder später vollständig verschlingen. Es ist unumkehrbar. Eine überraschend entschlossene Aussage für einen Wissenschaftler. Wenigstens habe ich jetzt die Relic-Baupläne und mit ihnen genaue Informationen über seine Funktionsweise, Projektdokumentation. Alles nützlich. Besonders, weil Hellmann noch lebt. Ich werde ihn kontaktieren und erklären, dass man Arasaka nicht durch die Hintertür verlässt. Über Konstrukte weiß ich nur, dass mich eins davon umbringen will. Ich habe keine Ahnung, wie es auf den Relic gelangt ist. Oder wie man es entfernt. Es gibt nur einen Weg. Soul Killer. Oder seine neue, verbesserte Version. Du musst ihn beschaffen. Ich? Das ist Arasaka-Technologie. Technologie, an die mein Bruder nicht einmal seine engsten Geschäftspartner lässt. Mir sind leider die Hände gebunden. Das ist so ziemlich alles, was wir haben. Und jetzt? Ich schicke dir meine Privatnummer. Melde dich, wenn du mehr über Soul Killer erfahren hast. Und nur dann. Ab jetzt müssen wir beide besondere Vorsicht walten lassen. Chat, wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, ihre Augen sind gleich wieder normal. Ja. Okay, mein Job wäre erledigt. Tschüss. Weißt du was? Was? Ich glaube, mir wäre eine Horde Sakerschläger irgendwie lieber gewesen. Wir haben, was wir wollten. Der Proxy hat dich doch nicht etwa erweicht. Mich? Fick dich. Komm schon, denk doch mal nach. Gestern noch lebte Hanako in einer für sie vollkommen sicheren Welt. Und was hat sie heute? Eine fremde Stadt, einen irren Bruder und eine Scheißdiebin. Genau deshalb hat sie einen Proxy geschickt. Sie ist allein und hat die Hosen voller als wir. Aha. Klack. Was? Hast du Klack gesagt? Mhm. Das Geräusch, wie sie dir die Leine anlegt. Autor hier. Nimm gleich wieder die Pillen. Wie? Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte sich in ihrer Nähe befinden. Verstanden. Die Konzern... Was zum... Fuck! War das der Biochip? Natürlich ist es der Scheiß-Chip. Meine Silver-Handiose inkubiert. Hör ich da etwa Vorwürfe in deiner Stimme? Fuck! Das war die Pumpe. Ruh dich aus. Nicht, dass du mitten im Job abklappst. Bla, bla, bla. Arasaka ist scheiße. Bla, Mikoshi zerstören. Du verwandelst dich echt in mich. Oh, könnte sein. Wir zanken uns wie ein verschrumpeltes altes Ehepaar. Vielleicht ist es an der Zeit, uns endlich gegenseitig zu vertrauen. Du kannst echt charmant sein, wenn du dich ein bisschen anstrengst. Aber du hast auch in Downtown ohne Reue und ohne Rücksicht auf Verluste eine Atombombe hochgejagt. Ich war auf Mikoshi aus, wollte es zerstören.
Absacker genug Zeit zum Evakuieren gegeben. Du wusstest, dass viele sterben würden. Mach dir nichts vor. Du bist auch eine Killerin. Fakt. Geht's dir um das Ausmaß? Ist dir auch egal. Was ich meinte ist, du bist unberechenbar. Das sagt die Richtige. Denk daran, wo du mal warst und wo du jetzt bist. Die Richtung ist klar. Jetzt bist du am Zug. Keine Ahnung, wohin ich gehe. Eine lebende Legende. Das wollte ich werden. Und jetzt bin ich so gut wie tot. Wie erkennst du deinen wahren Wert? Im Tod. Stell dich ihm. Blick ihm direkt ins Auge. Du kannst es immer noch zu was bringen. Ja, vielleicht. Wie war es, als du gestorben bist? Berauschend. Scheitern war keine Option. Nicht mal ein Gedanke, bis es doch so kam. Der Tod fühlt sich erst jetzt real an. Jetzt? 50 Jahre, um das zu begreifen? Mikoshi war wie ein... Ich weiß nicht. Wie ein Schlaf. Ich war nicht wirklich da. Die Zeit verging für mich nicht. Ich war wie ein Spielball für die. Da war nur Kälte, Leere, Angst. Oder war das dein Tod? Warum hat Arasaka Mikoshi gebaut? Wenn ich doch nur in Saburo Arasakas Kopf sehen könnte. Menschen lassen sich kaufen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Aber nur Mikoshi kann Seelen auseinandernehmen. Umprogrammieren. Wir haben schon eine hübsche Sammlung. Talentierte Runner. Gut gesichert. Die nutzen sie bestimmt aus. Kontrollieren sie. Die wollen also alles beherrschen. Herz und Verstand. Das Übliche. Konzerne haben die Leute schon immer irgendwie an sich gefesselt. Aber Saburo will mehr. Er will die Menschheit kontrollieren. Langsam verstehe ich, warum du Mikoshi verabscheust. Es dürfte nicht existieren. Von allem Schlechten, was die Konzerne täglich anrichten, ist Mikoshi das Schlimmste. Weißt du auch warum? Weil die an Menschen herumfuschen, an ihrem Bewusstsein. Das machen sie auch in den Konzernlaboren. Nein, es ist was anderes. Am schlimmsten ist, wenn sie dir die Identität nehmen und du nie erfährst, dass du jemand anders warst. Die Welt haben die Konzerne schon erobert. Und jetzt kommen sie uns holen. Weißt schon, dass du mit mir genau das machst, was Arasaka in Mikoshi tut? Ja, ich weiß. Deshalb bringe ich das in Ordnung. Okay, los. Zurück an die Arbeit. Dann los. Ich muss gar keine Pillen mehr nehmen. Damit Johnny geht. Mögen wir uns schon so sehr, dass er freiwillig geht? Okay. Wer ist eigentlich diese Frau auf dem Cover? Also wir konnten uns ja selbst erstellen. Also Vi war jetzt nicht vorgegeben, wie sie aussieht. Also ja, ist einfach eine Dame. Und das meinte ich ja vorhin, Hoka. Mir wird es auch auf den Sack gehen, wenn du ständig und überall belagert wirst. Weil viele Menschen die Grenzen nicht kennen. Nur weil man jemanden im Fernsehen sieht, kennt man diese Person nicht und hat kein Recht darauf, irgendwelche Ansprüche zu stellen. Mir ging es eher darum, weil wir uns vorher halt überhalten haben, was für ein Gutmensch er ist. Und er ist dann halt auch mal ausgerastet. Wie gesagt, ich verstehe es, aber ja, in dem Zusammenhang fand ich es halt einfach witzig. So, wir könnten jetzt die letzte Main-Quest-Reihe angehen. Wir
Wir haben alle Mainquest-Reihen fertig, bis auf die Voodoo Boys. Und das machen wir jetzt. Erst leveln. ...25% Speicheregeneration für jeden Quick-Hack in der Warteschlange. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gehackt werde, kann ich zurückhacken. Hier habe ich halt wirklich noch gar nichts weiter gelevelt, ne? Wurfwaffen nutze ich keine. Pistolen, Revolver, Präzisionsgewehre und Scharfschützengewehre. Weil das hier schon, denke ich mal, nicht grundsätzlich nicht schlecht ist. Wir haben jetzt noch einen Attributspunkt. Konstitution hinkt hinterher. Was haben wir denn hier oben noch alles? So Tech-Waffen. Rabatt. Aufladegeschwindigkeit bei Medikits. Stumpfe Waffen. Ich nutze halt keine stumpfen Waffen. Schrotflinten. Okay. Wir gehen dann auf das hier. Plus 35% maximale Gesundheit. Das möchte ich. Also die nächsten Attributspunkte hier rein. Beziehungsweise einer noch und dann können wir das leveln. Lass mir! Du wirst es nicht bereuen! Mit wem redest du? Alles klar? Mit wem redest du? Ah. Was zum Teufel soll denn Coolness für ein Attribut sein? Ja, ich finde halt... Ich finde die Beschreibung generell nicht wirklich... clever. Ja, aber Coolness, du bist halt Assassine. Und du bist halt cool, weil du machst das mit links. Wir könnten auch mal... Warte mal, wir sind doch hier gerade... Hier ist doch so ein Verkaufsding. Wir verkaufen mal ein bisschen Zeug. Ja, ich bin halt so ein Schadenmensch, ne? Wenn das nicht so viel Schaden macht wie meine aktuelle Waffe, will ich das nicht. Die sieht aber gut aus.
Ich könnte die auch erstmal auseinandernehmen. Die ganzen Aufsätze und so runternehmen. Scharfschützengewehr behalten wir uns mal. 300% Kopfschuss-Schadensmultiplikator wäre schon auch ganz cool. Nekomata. Vielleicht rüsten wir das mal aus und gucken uns das mal an. Eine Brille gefunden.